fertige Video könnte vielleicht ein bisschen länger dauern. Sicher, jetzt haben wir aber einen kleinen Kaffee in Beutelgröße mitgenommen. Kann losgehen, ne? Bevor wer fragt, worum geht's denn eigentlich? Ja, das ist eigentlich offensichtlich, worum es geht. Im nun folgenden Video sehen wir vier verschiedene Hip-Bags von zwei verschiedenen Herstellern. Das Video will weder eine Reihung noch eine Wertung der Hip-Bags abgeben, sondern meine eigenen Erfahrungen über die letzten Jahre. Was jeder Einzelne von euch damit macht, das ist euch selbst überlassen. Es geht heute eindeutig, wenn der Rucksack zu groß und alles andere zu klein, die Hüfttasche, der Bauchgürtel, das modische Accessoire, die einzige Alternative zum Rucksack oder vielleicht die bessere Alternative zum Rucksack. Jeder hat einen, keiner braucht einen. Keiner braucht einen, niemand will einen. Nein, jeder will einen, aber keiner braucht einen. Nein. Hip-Bags. Ne? Hip-Bags. Hip-Bags in verschiedenen Größen, Hip-Bags in verschiedenen Formen und Funktionen, weil den einen riesengroßen, riesenkleinen, den einen super idealen Hip-Bag, den gibt's nicht. Machen wir es kurz. Punkt. Es sind Hip-Bags, die ich selbst benutzt habe, es sind Hip-Bags, die ich selbst nutze. Wenn der Beutel einmal leer ist, ist das Video aus, so machen wir das. Es sind Hip-Bags, von denen ich sage, ich kann sie sinnvoll benutzen. Gilt aber nicht ungeschränkt für alle, aber darauf werden wir jetzt eingehen. Oh. Es hat ja schon Leute gegeben, die haben behauptet, die Tassen sind immer leer. Ich meine, das ist jetzt quasi der lebende Gegenbeweis. Heute verdudeln wir 300 ml Kaffee. Aber bevor wir das nur ausdudeln und rumplumpern, gehen wir mal in Medias Res. Gehen wir zur Media und zum Resl. Die Frage ist aber, wie fangen wir an? Sinnvoll von oben nach unten oder von links nach rechts oder von klein nach groß oder komplett durcheinander? Sucht euch was aus. Ich würde sagen, fangen wir einfach einmal an mit dem ersten oder fangen wir an mit dem kleinsten. Genau. Wenn der Rucksack zu groß ist, viel zu groß ist, viel zu schwer ist oder wenn man einfach nichts auf den Schultern tragen will beim Fahrradfahren oder nichts tragen muss, weil man einfach nicht so viel mitschleppt, dass man einen Rucksack braucht, ne? Dann kommen die Hip-Bags ins Spiel. Und je nachdem wie viel, wie wenig man eigentlich mitnehmen will und oder wie lang die Ausfahrt sein wird und oder wo man fährt, habe ich verschiedene Hüfttaschen, Bauchbeutel, die ich für die jeweiligen Einsatzzwecke verwende. Ein Einsatzzweck ist zum Beispiel, ich sage einmal dazu grob, kurze Feierabendrunde und oder Backpack. Die Minimalvariante, das ist eigentlich gar kein Hip-Bag im wörtlichen Sinn, dass man sagt, ein Bag, weil das ist kein Taschen, das ist ein Nierengurt im besten Fall. Ne? Das ist ein abgearteter Nierengurt, ein seltsamer Nierengurt der abstrusesten Form. Das ist von einer Firma, wollen wir die Firma nennen? Also, alles selbst gekauft, alles selbst ausgesucht, nichts davon ist von irgendeiner Firma gesponsert, geschenkt oder sonst irgendwas, okay? Alles, was da am Tisch liegt. Den Kaffee habe ich von den Coffee Brewers bekommen. Dankenswerterweise haben wir die eingedeckt mit einer, weiß ich nicht, Containerladung an Kaffee. Aber nur, weil ich mir den vorher ausgesucht habe und mir aber der schmeckt und da gibt es ein eigenes Video zum Kaffee. Aber es geht jetzt nicht um Kaffee. Das Video für den Kaffee werden wir unten verlinken. Obwohl es jetzt nicht um Kaffee geht. Aber von den Taschen, alles selbst gekauft, alles eins, meine Idee, mein Schwachsinn und blum blum. Lange Rede, kurzer Sinn. Darum können wir auch die Firmen nennen, weil die haben damit sowieso nichts am Hut. Ne? Und wenn was Kacke ist, dann sagen wir es auch dazu. Ganz einfach. Also, das ist Kacke. Ganz einfach. Das ist nämlich dann Kacke, wenn ich nicht weiß, was ich nämlich tue. Der hat nämlich einen sehr spitzen. Und zwar spitze nicht im Sinn von toll, sondern spitz im Sinn von sehr eng. Einen sehr spitzen Einsatzzweck, Einsatzbereich. Das ist der sogenannte Waistbelt von Evoque.
also von diesen Pelzmonstern da vom Waldplaneten Endor. Die bauen jetzt seit neuestem auch sowas, um ihre Waffen unterzubringen, oder ich weiß nicht warum, bei einer Fahrt ist, weil der Krieg der Sterne vorbei ist, oder keine Ahnung, ist doch wurscht. Die Ewoks bauen sowas und da kann man Sachen reingeben, und zwar ganz kleine und wenige Sachen, weil da hat man nur hier ein kleines Täschchen auf der Seite für den Gürtel. Da passt quasi nichts hin. Also für den Gürtel, für den Schlüssel. Entschuldigung, für den Schlüssel. Hier noch einen Gürtel drauf zu geben, wäre Unsinn. Also hier kann man Schlüssel reingeben. Mehr eh nicht, weil die Mickey Mouse Taschen passen. Vier Finger rein und sonst nichts. Also das ist jetzt wirklich nur Schlüssel und... Ja, weil es gar nichts da was da nicht eh passt. Aber da passt nichts eh nicht. Kann man hier auch eine CO2-Patrone rein denken. Also ich habe da eine CO2-Patrone drin. Ich möchte nicht mit so einem Stangl am Pumpen da hinten am Rücken rumfahren. Da habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn es mir irgendwo hinwiegst. Das will ich nicht. In das etwas größere Fach, da gebe ich ein Multitool rein. Test-Multitool ist speziell, da gab es schon mal ein Video. Da brauchen wir es nicht allzu lange aufhalten. Da passen sowieso unzählige Multitools rein. Also unzählige. Es passt ein Multitool rein. Ein Ingwer-Kokosriegel. Irgendwas Grausliches, was so Energieschaß, der extrem grauslich schmeckt. Den kann man da reingeben, zum Beispiel. Und jeder von euch wird jetzt sagen, ja, da fehlt was, ja, da klar fehlt da was. Das ist was zum Trinken fehlt da, logisch. Deshalb eines gleich mal vorweg. Ich persönlich bin der Meinung, der Fitlogisierungsgrad der eigenen Ausrüstung kann nicht groß genug sein. Und wenn dich einer fragt, wie viele Teile mit Fitlog kann man haben, dann sage immer N plus 1. Apropos nachfüllen. Hipex habe ich heute keine. Aber wenn ich was über Hipex wissen will... Ui, da sind aber komische Dinger dabei. Hüftengold. Ne? Und dann habe ich da herrliche Berichte. Und wenn ich dann wieder fertig bin, kann ich mir ein neues Lesezeichen setzen und kann sagen, hier geht's weiter. Und beim nächsten Mal geht's dann dort weiter. Alle Heftel auf einen Schlag, wie Netflix zum Lesen, quasi. Also alle Magazine auf einen Haufen und... Leberkäse ist warm, Feuerwehr muss heim. Du möchtest ein Kreuzworträtsel lösen? Nein. Kostet vergleichbar wenig, jederzeit kündbar. Wenn man Scheiß aus Lektüre braucht, hat man die nebenbei auch noch dabei. Man gibt einfach das gewünschte Suchwort ein und zack, kriegt man einen Vorschlag mit haufenweise Magazinen, wo dann genau zu dem Thema ein Bericht drin steht. Wenn man dann unterwegs einmal in den Wald kacken will, kann man auch sogar im Wald beim Kacken was lesen. Also hat nur Vorteile, Vorteile, wohin man schaut. Ne? Und wenn man das Ganze gratis testen will, dann gibt es unten in der Beschreibung einen Link zum Draufklicken. Wobei an der Stelle will gesagt werden, mit dem Link unten in der Beschreibung kann man Redly einen Monat lang gratis testen. Danach kostet es 9,99 Euro und es kann jederzeit gekündigt werden. Und falls es noch nicht erwähnt worden ist, man kann es auf bis zu 5 Geräten nutzen. Auch am PC, direkt im Browser. Gibt es noch Fragen, Wünsche, Anregungen, sonst machen wir weiter im Video. An der Stelle danke an Redly für Sponsoring für dieses Video und jetzt zurück zu unserem Kollegen mit den Hipex. Apropos trinken, wo war Schnibbeln? Die Firma Fitlog hat ja viele tolle innovative Produkte. Eines davon ist die Techspace. Tex wie Textilien. Ja. Oder Texas. Vielleicht kommt ihr auch aus Texas oder mit Textilien gar nichts durch und ich kenne mich einfach nicht aus. Kann alles sein, ich weiß es nicht. Die Techspace auf jeden Fall. Was ist eine Techspace? Eine Techspace sind so Schraubdinger, die müssen magnetisch sein und dann sind da zwei Platten. Was mache ich damit? Was soll das? Warum sagt er uns das? Ich habe keine Ahnung, das ist ja kein Hipex. Eh nicht, ist ja kein Hipex. Aber mit der Techspace kann ich mir... wo ist meine Flasche? Mit der Techspace... Oh, man sieht es ja schon. Sieht man das schon? Sieht man das? Ja. Was habe ich da gemacht? Löcher reingeschnitten, reingebrannt. Dann habe ich die zweite Gegenplatte reingefädelt. Dann habe ich vorne die Platte drauf und dann habe ich das durchgeschraubt. Handgetremmeltes Spezialfit-Lokisierungs... Upgrade quasi. Zack. Und schon ist mein Waistbelt kein Waistbelt mehr, sondern eine vollwertige After-Hour-Party-Ausfahrts-Kombo mit Autoschlüssel, Luft, Werkzeug, ein bisschen was zum Essen, wenn es notwendig sein soll, und was zum Trinken. Richtig. Verstehst? Und das schnalle ich mir am Bauch und so ist fertig. Und schon habe ich einen Bauchgürtel. Apropos Bauchgürtel. Zu viel Bauch sollte man nicht haben, weil bei den Ewoks, die bauen ja nur für schlanke Menschen. Selbst bei mir. Also ich bin jetzt nicht der Bladerste, ich bin ja nicht, aber der Schlankeste auch nicht. Also wenn ich jetzt so mache und so, merkt ihr was? Also, merkt ihr was? Ist ein bisschen kurz der Gurt, hä? Der einzige Vorteil ist, dass das dehnbar ist. Aber halt nur in einer gewissen...
Bandbreite. Also der Waistbelt ist grundsätzlich offensichtlich nur für Menschen gemacht, die keine ausgeprägte Bauchmuskulatur, also Bierbauchmuskulatur haben. Weil sonst passt das Ding einfach nicht um den Bauch rum. Machen wir es kurz. Das haben sich die Leute bei Ewok auch gedacht. Weil das halt sehr kurz ist. Machen wir es kurz, es ist kurz. Für voluminöse, vollgestandene, bierbäuchige oder sonstig bäuchige Geschöpfe da draußen ist das einfach ungeeignet, weil der Gurt zu kurz ist. Kauft euch das nicht, wenn ihr rund um die Hüften sehr viel habt. Wurscht, was ihr davon habt, ihr habt viel und dann ist das ungeeignet. Der ist zu kurz. Ich mache immer Luft anziehen, also Luft anziehen, Luft anhalten, Gurt herum. Ja, und dann hoffen, dass wenn man die Luft wieder auslässt, dass der Klettverschluss nicht platsch macht und aufplatzt. Ab Werk ist der Mumpitz ein Volltralala und sein Geld nicht wert. Kann man natürlich jetzt überlegen, liegt das an meiner falschen Verwendung oder an den falschen Gedanken, die Ewok hatte. Der Waistbelt ist nur dann geeignet, wenn man ihn adaptiert für seine Bedürfnisse, in dem Fall mit der Fitlock Techspace aber wassertauglich macht. Und wenn der Bauch nicht allzu groß ist und wenn man damit leben kann, dass er beim Anziehen... Also müsste ich eine Wertung abgeben, wäre der Waistbelt trotz seiner Mängel immer noch definitiv unter den Top 4. Dann gibt's noch was. Dann gibt's noch was. Von Camelback gibt's so ein kleines Täschchen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß echt nicht, wie das heißt. Kamalback. Das ist von der Idee her die nächste Stufe nach dem. Camelback kennt man eher als Hersteller von Trinkrucksack-Solutions. Dass dieser Flow-Hip-Bag ausgerechnet eine Flasche dabei hat, finde ich vor allem dann praktisch, wenn man selbst ein Fahrrad hat, wo kein Flaschenhalter Platz drauf findet und man aber gleichzeitig auch keine Trinkblase mitnehmen will. Der Einsatzbereich des Flow-Hip-Bags ist dadurch wahrscheinlich eher spitz oder eng, aber für den einen oder anderen, wenn die Farben einem nicht allzu schräg aufstoßen, durchaus einen Blick wert. Der Gürtel, der Gurt, ist deutlich länger. Der passt quasi jeden. Und es hat einen Platz, einen schon ab Werk vorgesehenen Platz für die Flasche. Und da ist auch eine Flasche dabei, die ich jetzt gerade nicht da habe. Aber da ist eine Camelback-Flasche dabei. So eine Camelback-Podium-Flasche mit Zuzelzaugknapf. Ne? Da kann man aber auch jede andere, man muss jetzt nicht unbedingt die Camelback, Podium-Flow, Flasche. Also da ist eine Camelback-Flasche dabei, im Preis inbegriffen quasi. Die stecke da rein, da kann ich auch jede andere Flasche reinstecken, das finde ich gut und brauche das nicht zerlegen, nicht umbauen oder mit Fitlockisieren. Also ich kann einfach irgendeine Flasche, die ich habe, zack, stecke rein. Ein Telefon kann ich beim Waistbelt gar nicht mitnehmen, überhaupt nicht. Aber da kann ich ein Telefon reingeben, da kann ich mehr Platz wie im Waistbelt. An der Stelle sei erwähnt, ich verwende ausschließlich nur mehr Multitools, wo ich auch Kettenglieder darin aufbewahren kann. Jo. Ich finde das nicht unpraktisch, sagen wir so. Ich finde das praktischer als den Waistbelt. Die Farbe ist halt Gewöhnungssache, aber Farben sind immer Gewöhnungssache. Wenn es einem gefällt, gefällt es einem. Wenn es einem nicht gefällt, gefällt es einem eh nicht. Aber das Ding ist zumindestens verwendbar, ohne dass man dran herumbasteln muss. Und man hat dann gleich irgendwas, wo man eine Flasche reingeben kann. Machen wir es kurz. Ich finde das Ding praktischer als den Waistbelt. Allerdings dann, wenn man ihn unterm Jersey tragen will, ist der Waistbelt halt immer noch das Einzige. Ich glaube, da war eine Blase, dabei, ich weiß gar nicht. Aber man kann da so eine Camelback-Blase reingeben, da kann man dann den Schlauch rausführen und irgendwo, da ist sogar ein Magnet drauf, dass man dann den Schlauch fixieren kann. Magnet. Also das ist eigentlich dazu gedacht, dass man da eine Camelback-Blase reingibt. Verwende ich nicht. Ich habe eine Blase, aber die verwende ich nicht zum Trinken, die verwende ich zum Ausscheiden. Ja. Fitlockisierungsgrad. Aber ich glaube, hatten wir das heute nicht ohnehin schon mal? Texas. Texas ist überall. Also Textil. Fitlock. Techspace. Da habe ich ein großes Hauptfach. Da kann ich Sachen reinstecken. Das glaube ich gar nicht. Die Plastiktüten sind drinnen, falls zum Regnen anfängt. Dann tue ich alles das, was da innen drin ist und vielleicht heikel ist, in eine Plastiktüte. Dann ist es vor Wasser geschützt, weil das Ding selber, wie soll ich sagen, spritzerabweisend ist, aber wenn es wirklich regnet, geht alles durch. Also das ist jetzt nicht unbedingt wasserdicht, die Tasche. Der Camelback Rebag ist definitiv der von mir am meisten und am häufigsten benutzte Hipbag, weil er meiner Ansicht nach den besten Kompromiss aus allen darstellt. Er bietet ausreichend viel Platz, ist aber dennoch immer noch klein genug, sodass man ihn immer komfortabel am Rücken tragen kann, ohne dass er quietscht, also quietschen tut er sowieso nicht, aber ohne dass er zwiegt oder sonst irgendwas. Er trägt sich bequem. Wobei man sagen muss, es tragen sich grundsätzlich alle aus dem Video sehr bequem. Aber er trägt sie auch bequem, wenn er voll ist, das meine ich. Und ist somit, also wenn ich jetzt eine Wertung abgeben müsste, was ich nicht tue, aber der Camelback Rebag wäre auf jeden Fall unter den Top 4 aller Hipbags.
Ja, das kann man so sagen. Wenn wir schon reden vom flüssigen Sonnenschein. Weil warum? Es gibt doch einen Hippek, der hat an den flüssigen Sonnenschein schon gedacht und eine Vorkehrungsmaßnahme getroffen. Den haben wir auch da. Das ist nicht gleichzeitig der größte und dreckigste vor allem. Also das ist ein 7 Liter. Wenn man das in Liter ausdrücken will, sind die zwei kleinen quasi Gorix Liter. Und der Ripek ist, weiß nicht, 3 Liter, glaube ich. Ausreichend groß, ein bisschen zum Rumdudeln. Aber der hat 7 Liter. Und 7 Liter ist schon eine Ansage, weil 7 Liter, wie soll ich sagen? Machen wir es kurz, das ist eigentlich eine Kameratasche. Okay, die Evox vom Waldplaneten Endor, die müssen ja auch viele Fotos machen. Ne? Wenn die Stormtrooper vorbeikommen, müssen die ein Foto machen und sagen, ja, die Stormtrooper sind wieder da. Und damit die Foto machen können und sich das umhängen können, weil so kleine Pelzmonster, die können keine Rucksäcke tragen, gibt es sowas. Das ist eine Capture oder Capture oder Capture. Wie man das ausspricht, ist mir persönlich wurscht. Capture schreibt man es, Capture sagt man wahrscheinlich, oder auch nicht. Es ist mir echt wurscht. Ja, ist halt, der kleinste ist er nicht. Ne? Und wenn er wirklich voll ist, wird er schon schwer und ungemütlich. Aber ist halt klar, wenn es hinten mal 7 Kilo drauf schneiden, im schlimmsten Fall, naja gut, dass das ungemütlich ist, wissen wir eh vorher. Das brauchen wir nicht nachher. Also, das ist keine Überraschung, sagen wir so. Auf jeden Fall ist das ein 7 Liter Hepback aus der Fotolinie, den man wirklich nur beim Fotohändler bekommt und gar nicht im Sportfachgeschäft. Nein, weil Evo gemeint, sportliche Mountainbiker dürfen nicht fotografieren. So schaut's aus. Also, haut's ab, kauft euch eure Hepbacks irgendwo anders, aber nicht bei uns, sagt Evo. Und deswegen da kriegt man sowas nur beim Fotofach-Evo-Händler. Logisch. Nicht logisch, aber für Evo ist es halt logisch. Hier auf der Seite ist so ein komisches, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie nennt man das? Beutel? Ein Netz. An der Seite ist ein Netz, da kann man eine Flasche reinstecken. Das heißt, es gibt eine Vorkehrung für Flüssigkeitsmitnahme, indem man sie da auf der Seite... Dreckig ist er nur bei mir, wenn ihr ihn kauft, ist er neu und dann ist er sicher sauber. Hoffentlich. Verarbeitung von allen ist es sicher die stabilste. Von allen hier sonst liegenden ist das noch das, das am ehesten auf seinen Inhalt aufpasst. Weil das halt ein bisschen gepolstert ist, und zwar so richtig hart gepolstert. Da war sogar so ein Trennteil dabei, wie man es bei diesen Kameraköffern immer, weißt du, da ist immer so mit Klettverschluss, so Trennabteilungen waren da drin. Habe ich weggeschmissen, braucht kein Mensch. Aber die wäre dabei gewesen, wenn man es wirklich benutzen will als Kamerakoffer, dann ist das dabei. Ne? Wenn man bedenkt, was der USB-Bell kann, also quasi nichts. Und der kostet 30 Euro und das kostet 90. Bevor man 3 USB-Bells kauft, kaufe ich mir einmal sowas. Wirklich. Ich sag's nur. Da merkt man, dass bei Evoq verschiedene Teams an verschiedenen Produkten arbeiten. Weil eine durchgängige Linie haben die Typen nicht. Also im Gegenteil. Wissen wir noch, wie kurz der Gurt war beim US-Belt? Okay, Achtung. Der ist elends lang. Was lernen wir daraus? Wenn der Gurt so lang ist und der US-Belt fast ein bisschen zu kurz. Was lernen wir daraus? Ich weiß, was wir daraus lernen. Also man lernt daraus, wie Evoq seine Kunden sieht. Racer sind schlank, grundsätzlich. Wir wollen nicht, dass dicke Menschen unser US-Belt benutzen. Fotografen sind aber, jetzt ist bei Evoq, werden sie sagen, die Fotografen, die haben ja so Platik, die haben langen gut. Ne? Liebe Evoq, tut es aber ein bisschen weniger in Klischees und so weiter denken, sondern baut die Dinger für alle Zielgruppen und alle Körpergroß-Umfangsgrößen. Aber wir waren ja beim flüssigen Sonnenschein. Genau, flüssiger Sonnenschein. Boah, das stoppt. Halleluja. Boah. Eine Seite zum Raincover erwähnt. Das Raincover ist grundsätzlich. Boah. Das Raincover ist dreckig, aber wenn man das neu kauft, ist es sauber, versprochen. Wenn es regnet, darf man keinen Durst haben. Weil das Raincover ist genauso groß wie die Tasche und nicht größer. Das heißt, ich habe dann keine Möglichkeit mehr, eine Platze, ich habe dann keine Möglichkeit mehr, eine Flasche zu versorgen. Kein Platz für eine Flasche, der Satz war im Kopf, genau. Und der wollte ganz verkehrt wieder raus. Auch hier hat Evoq ein bisschen wenig oder gar nicht mitgedacht. Weil sonst wäre das auch möglich, dass man beides verwendet. Sollte jemand von Evoq mitschauen, sollte jemand mitdenken vor allem. Sollte jemand von Evoq hier zuschauen und ein bisschen Lust haben mitzudenken, denkt ein bisschen mit und macht es beim nächsten Mal so, dass die Flasche entweder mitgeschützt ist oder zumindest das Raincover verwendet werden kann, wenn eine Flasche drauf ist. Weil das ist ja eigentlich, ist eigentlich ein Blödsinn, oder? Ist das niemandem aufgefallen bei Evoq? Fahrt ihr nie im Regen oder trinkt ihr nie was?
Oder benutzt sie eure eigenen Produkte nicht? Das kann natürlich auch sein. Dass Evox sein Sportsortiment deutlich von dem Fotografensortiment getrennt hat, mag in den Köpfen der Evox-Leute vielleicht Sinn haben. In der Realität hat das ein bisschen weniger Sinn. Vor allem dann, wenn sich das Produkt dermaßen deutlich von den Sportvarianten unterscheidet, mit anderen Anhängen am Reißverschluss, anderer Verarbeitungsqualität, anderen Materialien. Aber der Einsatzzweck sehr wohl Überschneidungen hat, weil ich bin der Meinung, da draußen gibt es haufenweise Leute, die mit dem Radl fahren und trotzdem eine Kamera mitnehmen wollen. Also die Entscheidung von Evox finde ich, wie soll ich sagen, mindestens fragwürdig. Das Produkt selbst, der Capture, dieses 7-Liter-Ding ist auch für mich oft schon ein wirklicher Rucksackersatz gewesen, vor allem im Backpack-Einsätzen und so weiter, wenn man eine Kamera mitnehmen will, aber eben kein Gewicht auf den Schultern haben will. Also ich will keine Wertung abgeben, aber wenn ich eine Wertung abgeben müsste, dann wäre der Evox Capture definitiv unter den Top 4. Inwieweit der ein oder andere Hipbag, die ein oder andere Gürtel-, Hüft- und Bauchtasche für euch praktisch relevant, sinnvoll sein kann, weiß ich nicht. Das müsst ihr entscheiden, das müsst ihr einschätzen, weil ihr wisst selber, wie, wo, wann und was ihr fährt. Tja, ich hoffe, für den ein oder anderen oder die ein oder andere da draußen war vielleicht der ein oder andere hilfreiche Hinweis oder Tipp oder zumindest weiß der oder die eine oder andere jetzt von euch, ob ein oder der andere Hipbag etwas sein könnte für sie oder für ihn, ein oder andere. Wenn ich im Park unterwegs bin und nicht unnötig viel Speck auf den Rippen habe, dann kann ein neues Belt Sinn machen. Wenn ich ein bisschen mehr fahren will, aber auch ein Wasser mitnehmen will, dann ist vielleicht so eine kleine Camelback Flow eine gute Variante. Wenn ich ein Profi-Fotograf bin, der ohnehin immer im Macho-Motor fährt und ich will alles geschützt haben, dann ist ein der Capture mit 7 Liter sicherlich die einzige Option. Und wenn ich ein allgemein gutes Allround-Ding haben will, das alles ein bisschen super gut kann, dann ist so ein Rebecca vielleicht doch besser wie alles andere. Und wenn auch der Kollege draußen in der frischen Natur, im duftenden Wald keine anderen Bemerkungen mehr hat oder hinzufügen will, dann... Also wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen... Ja, dann... könnten wir uns verabschieden, oder? Haben wir wieder was gelernt? Haben wir ein bisschen was gelernt? Hat der ein oder die andere etwas gesehen und mir gemeint, naja, Moment, das könnte ich oder ich könnte nicht, oder... ich pfeife komplett drauf. Das weiß ich nicht. Das müsst ihr wissen. Fahrt ihr mit Hipbag? Fahrt ihr mit Rucksack? Fahrt ihr mit irgendwas? Oder fahrt ihr immer mit nix? Schreibt es einmal unten rein in die Kommentare, ob ihr selber Hipbag-Fahrer seid, ob ihr euch überlegt, ein Hipbag anzuschaffen. Und falls ihr euch eins anschaffen wollt, welches eigentlich? Ich weiß genau, an welches Hipbag jetzt manche da draußen denken. Aber dennoch ist mir mein Camelback deutlich lieber wie der, an den ihr gerade denkt. Und wenn ihr unten seid in die Kommentare, dann lasst ihr ein lustiges Daumen-Symbol da und vielleicht auch ein Abonnement, weil dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal, da sitzen wir nicht mehr da, beim nächsten Mal da. Ich verrate nichts, ihr werdet euch noch wundern. Bumsti. Wenn wir was gelernt haben, würde es mich freuen. Wenn es ein bisschen unterhaltsam war, würde es mich noch mehr freuen. Und was mich am allermeisten freuen würde, wäre, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis soweit ist, sage ich nur mehr danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Schnallt euch was an die Hüfte, wenn ihr wollt. Oder lasst es bleiben, wenn ihr nicht wollt. Jo. Tschüss, Papa. Und ciao. So, da, das heutige Video. Jetzt kann er endlich was, was er vorher nicht können hat. Ne? Jetzt ist er verbrauchbar, verbrauchbar, gebrauchbar. Jetzt ist er gebrauchbar. Keiner braucht einen, weil keiner einen will. Jeder will einen, aber keiner braucht einen. Jeder. Tja, wer hätte das gedacht? Hätte sich das jemand von euch gedacht? Ich glaube nicht, dass sich das jemand gedacht hätte. Wo stelle ich denn das jetzt hin? Wenn wir was gelernt haben, würde es mich freuen. Wenn es unterhaltsam wäre, würde es mich genauso freuen, wenn der ein oder andere es hat. Jeder, das, wie man so lange über Hipbags reden kann, ist man sowieso ein Rätsel. Ist man ein absolutes Rätsel. Was? Hüfttaschen. Hat nur wer eine Frage, will nur wer was wissen. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt es unten rein in die Kommentare, weil... richtig, dafür sind die Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Ha! Alter, Hüfttaschen!